Herzlich willkommen, liebe Wanderverliebte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir befinden uns heute in Kall und wir gehen die Eifelschleife Kallersagen. Die Strecke ist 7,3 Kilometer lang und führt uns über 158 Höhenmeter. Und wenn ihr wissen wollt, wie die kleine Schleife ist, dann bleibt dran. Wir befinden uns kurz vor dem Ziel des heutigen Weges und kommen daher zum Fazit. Die Strecke lässt sich beschreiben als ein kurzer Spaziergang, der ein Drittel durch das Örtchen Kall führt und zwei Drittel durch den Wald und das auf eher leicht zu gehenden Forstwegen. Als Tipp würden wir geben, auch den Pingenwanderweg mal zu gehen. Der hat uns persönlich noch besser gefallen. Ein weiterer Tipp wäre, wenn man sich so ein paar hundert Meter sparen möchte, kann man auch in Kall selber einen Parkplatz finden.
Und ein letzter Tipp wäre, die Wanderung vielleicht eher so in wärmeren Monaten zu gehen, da es jetzt zurzeit doch recht matschig ist. Ja, das wäre auch direkt der große Kritikpunkt an dieser Strecke, nämlich die breiten Forstwege, die zum Teil matschig waren, aber definitiv auf jeden Fall sehr monoton. Und was uns dann auch noch nicht gefallen hat, das war der Abschnitt durch Kall. Da gab es sehr viel Asphalt und Straßenlärm. Ja, Highlight war für uns auf jeden Fall der Abschnitt am Anfang. Da gab es schöne schmale Wege. Und ein weiteres Highlight waren für uns die schönen Felsformationen am Steinbruch. Unter dem Strich erhält die Strecke von uns 4 von 10 Punkten. Und wie immer nicht vergessen, Abo, liken, kommentieren, werden wir mit einem Herz quittieren.